Jo, Freunde, ich habe jetzt eine übelst geile Fahrt zur Oder. Also irgendwie Letschin heißt der Ort. Digga, ich bin aber erst kurz vor 0 Uhr da. Heißt, ich werde ganz bestimmt nicht mehr zurückfahren. Ne? Das tue ich mir nicht an, Alter. 2, 3 Stunden fast zurückfahren. Nee. Ich werde pennen heute im Taxi. Das ist meine Aufgabe. Digga, ich habe das noch nie gemacht, Alter. Ich habe keine Ahnung. Das wird richtig lustig. Irgendwo an der Oder werde ich mich niederlassen. Ist bestimmt lustig da hinten. Mal schauen. So, Freunde. 4 Kilometer noch. Da sind wir an der Oder. Ich habe jetzt meine Aufträge erledigt. Ich fahre jetzt bestimmt nicht mehr zurück, Alter. 2,5 Stunden. Ganz sicherlich nicht. Ich werde mich jetzt hier irgendwo niederlassen. Keine Ahnung. Hier ist nichts mehr. Das ist hier schon das östlichste Land Brandenburg. Also hier ist schon hinten, also hinter der Oder ist ja Polen. Da ist das Ende im Gelände. So, mal gucken, wo wir jetzt hier rauskommen und dann melde ich mich gleich nochmal. Alter Scheiße, ich bin verfickt nochmal zur Seite eben gefahren. Da kam gerade ein Fuchs aus der Seite. Ich bin noch so zur Seite gefahren und der rennt genau auf mich zu. Und das hat so geknallt. Ich habe es gemerkt an meinen rechten Vorderreifen. Also es ist ja nichts passiert. Es war für mich nur so, so hat sich das angehört. Ja, wirklich, so hat sich das nur angehört. Das Auto hat sich nicht mal bewegt, das hat nicht mal gewackelt oder so. Ich schwöre, Alter, ich fahre jetzt langsam, Alter. Ich bin eben nämlich so schnell gefahren, aber ich hatte keine Chance, den Fuchs mehr. Alter, Kacke. Junge, und deswegen, Freunde, hasse ich nachts fahren. Deswegen hasse ich es einfach nur. Aber was willst du machen? Das ist halt Arbeit. Es kommt ja nicht oft vor, dass ich so spät abends irgendwo hin muss. Aber es kommt halt mal vor. Was ist das für eine Straße hier? Verdammt nochmal. Wo ist jetzt die scheiß Stelle? So, ich werde jetzt erstmal mein Bettzeug nach vorne schmeißen. Hier ist mein Trinken. Digga, das ist so komisch, ne, Freunde? Ich sehe gar nichts, Alter. Digga, keine Ahnung, ich penne hier einfach auf dieser Rückbank, Digga, ist mir scheißegal. Ich habe alles mitgenommen, was ich brauche. Perfekt. Alter, guckt euch mal die. Das sieht man nicht, ne? Voll die gruselige Villa hier. Ah, Freunde, schaut mal, ich habe dieses Mahnmal gefunden. Das ist eigentlich gar nicht geplant gewesen. Oh, guckt euch die ganzen Mücken an, Alter. Ich hau hier ab, hier möchte ich nicht. Ich bin da dran aus Versehen vorbeigefahren. Ich muss zurück ein kleines Stück. Ey, nice, ich habe den Panzer gefunden. Geil, wir sind richtig. Ich habe den Panzer gefunden, den ich auch auf der Karte gesehen habe. Perfekt. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier. Boah, Digga. Alter, das ist hell. Digga, ich habe jetzt hier einfach mich hingenistet, Junge. Alter, irgendwie ist das gruselig hier. Hier hinten ist die Oder. Ich zeig euch das morgen, wenn es ein bisschen heller ist. Ich bin jetzt erstmal am Arsch, Alter. Heute erstmal rein, wir hören uns morgen. Diese Geräusche. Alter, das ist irgendwie gruselig, Mann. Hier sind ein paar Häuser. Mehr ist hier nicht. Also hier wohnen ein paar Leute, aber trotzdem. Digga, irgendwie ist das hier richtig unheimlich. Ich hoffe, ich überstehe die Nacht. Oh nee, Digga, Alter. Ach, hör mir auf. Bis morgen. Oh, Junge, Junge, Junge. Mein Rücken, mein Arsch fühlt sich an, als hätte ich auf 300 Steinen gepennt. Alter, ich meine, ich hab nicht scheiße gepennt. Waren zwar nur 4 Stunden, aber. Boah, leck mich doch am Arsch. Ey, ja, ich hab jetzt danach noch so ein komisches Klopfen gehört, ne? Alter, ich dachte mir nur, Junge, 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 haust du jetzt hier ab oder bleibst liegen? Aber irgendwann bin ich dann doch eingepennt, weil ich so am Arsch war. Oh, da hinten wird schon hell ein bisschen. Ich werde gleich mal zur Oder gehen. Erstmal pissen, Junge, Alter. Mir platzt die Blase gleich. Ey, das kannst du keinen erzählen, Junge. Ey, nicht mal mein Chef weiß nicht mal davon, ne? Wenn der das erfährt, Junge, der lacht sich ihn kaputt, Junge. Ey, sucht mir mal einen Vollidioten, der in sein Taxi pennt, Junge. Auf der Rückbänke hier, Junge.
Ey, Junge, Alter, die Leute denken auch, die hier vorbeilaufen. Hier laufen, hier sind nicht mal Leute, Alter. Hier ist ja keiner. Ich hab nicht mal ein Auto gehört. Das ist total ruhig hier. Hier sind drei, vier Häuser hier hinten. Ey, Junge, ich hab echt einen Dachschaden, ey. Ich glaube, ich bin so behindert, ey. Willkommen in meiner Welt. Digga, da wohnt doch keiner mehr. Digga, guck doch mal. Sieht man jetzt überhaupt nicht. Aber das ist irgendein. Man erkennt das gar nicht auf der Kamera. Aber da wohnt niemand. Das ist das Haus, wo ich hier. Hier habe ich gepennt. Hier auf diesem Platz. Hier gibt es zwar Straßen. Da hinten ist die Oder. Da fahre ich jetzt erstmal hin. Aber hier ist nichts, Digga. Einfach irgendwelche verlassenen Häuser, Alter. Ich bin. So, Freunde. Wir sind jetzt hier. Das ist die Oder. Also hier drüben. Da hinten geht die Sonne auf. Und der Wald da ist Polen, Alter. Und wir haben hier irgendwo gehaust. Man sieht gar nichts auf dieser Scheißkamera. Nicht mal die Lampen sind hier an. Hier unten stehen irgendwelche Boote, keine Ahnung. Alter, das hört sich an wie so ein Dschungel da drüben. Alter, Bruder. Wir haben gleich 4 Uhr, aber ich werde doch gleich losfahren, weil ich gerne nach Hause muss. Leider. Naja, was soll's, ne? Ist eh bald Wochenende. Heute ist Freitag. Also, boah, das war eine Nacht, Alter. Junge, Junge, Junge. War mal eine Erfahrung wert, wa? Gut, Freunde, dann genieße ich jetzt noch ein bisschen hier und dann. Oh, frisch geworden draußen, ey, eine Nacht. Boah, ich habe in der Nacht so geschwitzt irgendwie, ne? Und jetzt ist mir arschkalt, Digga. Eier schwitzen auch. Das ist das Einzige, was schwitzt. Nee, ey. So ist es voll schön hier, ja. Aber was soll ich jetzt hier noch? Ab nach Hause. Sind ja 2,5 Stunden Fahrt. Ach, ja. Freunde, hier verirrt sich doch kein normaler Mensch her, Alter. Da hinten ist die Villa, die ich euch gestern gezeigt habe, wo man ja nichts gesehen hat. Da stehe ich und hier ist der Panzer einfach. Ja, man sieht halt einfach nichts, ne? Ey, da oben ist ein Storch. Ey, geil. Hier ist der Panzer. Ja, man sieht halt nichts, ne? Ich weiß, ich bin Frühaufsteher, aber ich konnte echt nicht mehr pennen, Alter. Ich schwöre, mein Rücken, der ist so gefährlich. Eigentlich, wenn man so will, ne? Ein total idyllisches Dorf. Aber hier ist nicht viel, außer ein paar kleine Häuser. Auch übelst viel verlassene Häuser hier. Also ich weiß auch nicht. Kienitz heißt der Ort hier. Boah, ist das kalt, ne? Bisschen gruselig ist es. Also wir haben jetzt die Qual der Wahl, ne? Weg 1, Weg 2, Weg 3. Oder? Ja. Aber laut Google Maps kommt man da nicht weiter. So, laut Google Maps soll ich diesen Weg fahren? Ja. Sag mal. Diese Geräusche, Alter. Alter, ich komme mir vor wie im tiefsten Dschungel, ich schwöre. Da ist dieses, was wir gestern Abend gesehen haben, dieses. Wollen wir uns das mal angucken? Freunde, ich hau hier ab. Ich weiß nicht, ob man es erkennt da hinten. Das erkennt man nicht. Da ist irgendwas. Und ich meine nicht die Bäume, die da hinten stehen. Wo sind die da? Diese Bäume. Da ist irgendwas. Das stand erst da hinten irgendwo. Ich habe das schon eine ganze Weile beobachtet. Das ist jetzt da vorne. Was ist das? Irgendwas Braunes. Digga, Alter, ich bin weg hier. Ich hau hier ab, Alter. Ich schwöre, hier ist keine Sau. Ja. Das hört sich hier an wie im Dschungel. Digga, ich bin weg hier, Alter. Ich steig nicht mehr aus. Digga, das ist hier echt auch gruselig, ne? Digga, Leute, mit mir kann man viel machen, aber nicht sowas. Da ist bei mir vorbei. Ey, die Zeit ist hier wirklich stehen geblieben, ne? Ey, ich schwör auf alles, hier ist wirklich.
Mir ist jetzt die ganze Zeit nicht mal ein Auto entgegengekommen. Alter, ist das für eine Straße hier? Wir sind jetzt hier Richtung Selo unterwegs. Und dann mal gucken, wie ich weiterfahre, wie ich nach Hause komme. Ich weiß, ich war hier schon mal mit meinem Auto gewesen in der Gegend, aber das ist auch schon eine Weile her. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, das war letztes Jahr oder so. Ey, hier sind überall irgend so eine Häuser, die einfach mal so rumstehen und einfach mal so halb verlassen sind. Ey, schon ein bisschen gruselig, aber irgendwie auch geil. Das ist hier schon eine geile Ecke. Also Freunde, wenn ihr mal Land Brandenburg was erkunden wollt, fahrt Richtung Letschin-Selo. Die Ecke hier bei Frankfurt oder irgendwie. Das ist schon geil hier. Alter.